Und nun, liebes Publikum, kommen wir zum letzten Starter der Vorrunde. Ich bitte auf die Bühne Yannick Steinkellner. Hallo. Das ist brutal, nach so einer Hälfte noch auftreten zu müssen oder auch zu dürfen. Es ist aber wunderschön, hier dabei zu sein. Ja, auch ich darf einen Text machen, der nicht zum Thema ist, sondern für das Finale dann eingereicht wurde. Er hat einen familiären Bezug und trägt den Titel Homöomanie. Und es geht um den homöopathischen Aspekt in meiner Familie. Mal sehen, was da steht. Nein, die Homöopathie ist gut, kreischte meine Mutter. Punkt! Als ich ihr erklärte, dass ich alternative Heilmittel, allen voran Globuli und ihr homöopathisches Zuckerersatzgefolge für überflüssig hielt. Nein, rief sie mit erhobenem Zeigefinger, die pflanzlichen Dinge tragen Energie in sich und Energie kann übertragen werden, heilend. Dazu gibt es Studien. Studien mit schulmedizinischer Relevanz? Fragte ich scheinheilig. Du bist noch zu jung, du verstehst das noch nicht, sagte sie knapp. Du musst aufhören, so viel Zeit mit Tante Anke zu verbringen, hielt ich dagegen. Diese esoterische Firlefanz und dieses Heilmethodengeschwafel machen dich ganz woogie im Kopf. Sie würde selbst entscheiden, was gut für sie ist und sie wäre gar nicht woogie, meinte meine Mutter. Außerdem fuhr sie fort, so viel positive Energie wie in Tante Ankes mongolischer Jurte hatte sie noch nie verspürt. Wer sei ich überhaupt, dass ich so mit ihr rede und das Gespräch ist jetzt sowieso beendet, denn sie müsse jetzt eine gesunde Suppe mit frischen Kräutern von Tante Anke kochen, die wir dann essen werden, denn das wird uns beruhigen. Punkt. Tatsächlich ist meine Tante Anke ein sehr entspannender Mensch. Ihr Leben lang opferte sie der Gemeinde, arbeitete im Sozialbereich, half den Älteren, zog ihre Kinder groß mit Bioprodukten. Aber dann entschied sie auszusteigen. Na, das war's, keine Lust mehr, dachte sie sich eines Morgens, als ihre Kinder schon flügge waren und kündigte ihren Job. Passiert andauernd da draußen in der großen weiten Welt, dass irgendein Bankbeamter Fuck the System schreit, sich das Hemd vom Körper reißt, dann eine Metalband gründet, aber im Heimatort meiner Tante Anke ist Aussteigen unüblich. Obdach ist ein kleines überschaubares Dorf am Fuße des Zirbitzkogels und genau so muss man es sich auch vorstellen. Bauern. Überall Bauern. Menschen, die sich an Wirtshaustischen um das Wohl unserer Gesellschaft und unseres Landes sorgen. Kein einziger Asylant im Ort. Das Thema ist trotzdem immanent. Überlaufen wird Obdach davon. Arbeitsplätze sind rar. Und trotzdem kündigt Anke ihren Job? Pah! Obdach, ja, Obdach, das ist die Härte. Der Ort besteht aus einer Hauptstraße, einem Supermarkt, einer netten Kirche, dem Renate-Götschel-Skilift, 4 Raiffeisen-Filialen und 10 Wirtshäusern. Außerdem beherbergt Obdach eine Tratsch-Community, wie sie sonst nur in den Nagelstudios in Graz Umgebung zu finden ist. Ändert sich in Obdach etwas, weiß es innerhalb von 24 Stunden das gesamte Tal. Seit dem Ausbau der Handymasten und der Implementierung des Internets 2013 ist Obdach endlich online. Mit 3G. Dank der hervorragenden Internetkurse im Gemeindeamt sind nun auch ältere Bewohnerinnen im Besitz der totalen Kontrolle über ihre Smartphones und deren Smartphone-Apps und der Tratsch ist zack. Oma wusste von Ankes Kündigung noch bevor Anke aus dem Büro war. Die alte Hilde am Empfang war Omas treuester Snapchat-Kontakt. Per Selfie mit erstauntem Blick und dritte Zähne Duckface hatte Hilde durch ihre dicken Aschenbrecherbrillen berichtet. Im Hintergrund Ankes Silhouette an der Tür. Bildunterschrift: Anke hat kündigt. Hashtag YOLO. Oma sah den Snap, als sie gerade ihr Gebiss vom Mittagessen reinigte. Zahnlos schrieb sie auf Anke auf WhatsApp, doch die hatte ihr Handy bereits in den Müll geworfen und per Flugzeug nach Südamerika die Fliege gemacht. Der Tratsch in Obdach brannte wie ein Lauffeuer, doch er verlor sich schnell in der Tatsache, dass keine neuen Details ans Licht kamen, da man Anke online nicht aufspüren konnte und die alte Hilde weder einen Instagram-Account noch ein Twitter-Profil fand. Einen Monat später war Tante Anke wieder da. Im Schlepptau hatte sie einen schwarzen Schamanen namens Kepler, der gruselige Augäpfel hatte und immer nur weiße Leinenhemden, Leinenhosen und Sandalen trug. Familienessen waren immer sehr anstrengend, denn Tante Anke benutzte nun ganz oft Wörter wie Erwachen und Energien und Spüren. Sie faselte auch oft von Dingen wie Die Mächtigen in der EU bringen den Schatten über uns. Oder Ist dir schon aufgefallen, dass wegen der neuen EU-Verordnung keine Marmelade mehr verkauft wird? Nur mehr Fruchtaufstrich und Konfitüre. Die EU raubt uns unsere Identität. Oder die bei der EU denken nur an das Geld und nicht an die Leute.
Wir saßen bei Omas Nachttisch, der leider nicht bio genug für Anke und Kepler war, weshalb sie weiter über die Wahrheit sinnierten, während wir weghörten. Ich verstehe nicht, warum Leute wie meine Tante jede Kleinigkeit nutzen, um unfundiert auf einen Verein hinzuhauen, ohne den wir eigentlich ziemlich am Arsch wären und es trotzdem schaffen, das, was er wirklich in den Sand setzt, nämlich seine Grenz- und Asylpolitik komplett zu ignorieren. Egozentrisch und opportunistisch ist das. Wie die EU. Und dass wir, die wir in der EU leben, die EU sind, das fällt diesen Leuten erst recht nicht auf. Diese lächerlichen Mecker-Szenarien erinnern mich dann immer an diese Szene in Das Leben des Brian, wo die Volksfront von Judäa darüber berät, was die Römer denn überhaupt gebracht haben. Manchmal glaube ich, dass Tante Anke und ihr Kepler wohl die Anführer dieser Volksfront gegen Europa oder eben der anti-europäischen Volksfront sind. Sie haben auch einen ganz schönen Sticker Pro-EU-Austritt auf ihrem Auto kleben und immer ein paar Flyer dabei. Ich kann ihr ja nicht einmal vorwerfen, dass sie unsere Gesellschaft mutwillig kaputt machen will. Sie weiß es nur einfach nicht besser. Und genauso ist es eben auch bei der Medizin gewesen. Als ich einmal krank war und deshalb bei Oma in Obdach zur Gesundung untergebracht war, kam Tante Anke mit Kepler auf ein belebtes Wasser vorbei. Es war ein offensichtlicher Vorwand, um mich zu besuchen und mir ein paar ihrer Globuli unterjubeln zu können. Als ich mich sträubte, ihre Hilfe anzunehmen und Oma kurz aus dem Raum war, packte mich Kepler und zerrte mich in das Pro-EU-Austrittsauto. Tante Anke stülpte mir einen Sack über den Kopf und dann fuhren wir. Da Obdach relativ klein war und nur aus einer Straße besteht, war das ziemlich umsonst, denn als wir 300 Meter später ausstiegen, wusste ich genau, dass wir uns nun bei Ankes mongolischer Jurte befanden. Dort zog sie mir den Sack vom Kopf. Nachdem sich meine Augen an die grellen Farben und meine Nase an den Räucherstäbchengeruch in der Jurte gewöhnt hatten, entdeckte ich in einem Eck der Jurte ein Regal voller Döschen mit Schüsslersalzen, Kräutertabletten und Seelenheilbüchern. Daneben ein Aufsteller mit der Aufschrift Globuli. Rund um den Globus, rundum gesund. Meine Tante kramte ein paar Globuli-Fläschchen aus einer Box aus dem Regal und schüttete geschätzte 3 Kilo Zuckerplacebos in ihre Hand, während Kepler mich festhielt. »So, Neffe, jetzt machen wir dich gesund«, grinste sie furchteinflößender als HC-Strache, wenn er von sozialen Maßnahmen spricht. »Mund auf!« Mit verzweifelt zusammengepressten Lippen schüttelte ich den Kopf, als plötzlich ein Schatten von draußen auf das Zelt fiel. »Wer stört unsere Meditation? Wer lässt uns aus dem Heilprozess erwachen, aus den Energien der Natur, die wir hier spüren? Tritt aus dem Schatten in unser Licht!« Oma trat zusammen mit der alten Hilde wütend in das Jurtenlicht. »Was macht's ihr da Unchristliches?« »Wir helfen Yannick, seine Mitte zu finden.« »Das stimmt nicht«, rief Oma, während die alte Hilde im Hintergrund Beweis-Snapchat-Selfies an die Gemeinde verschickte. »Hört's jetzt auf mit dem Schaß! Der Bu ist krank und kehrt ins Bett!« »Niemals«, schrie Tante Anke. In diesem Moment riss mir Kepler den Mund gewaltsam auf und meine Tante stopfte mir die gesamte Hand voll Globuli in den Rachen. Sofort klappte ich zusammen und alles um mich herum wurde schwarz. Ich erwachte im Krankenhaus, als der Stationsarzt meiner Mutter, meiner Oma, meiner Tante und ihrem Kepler gerade erklärte, dass ich aufgrund einer Überdosis Globuli einen Zuckerschock erlitten hatte und ins Koma gefallen war. Ich hatte Glück, dass meine Omi so schnell reagiert hatte und sofort per WhatsApp den Ortsarzt angeschrieben hatte. »Homöopathie ist also gut, hä?« krächzte ich spöttisch aus dem Krankenbett. Einige Wochen später ging es mir wieder besser und der Familie war deshalb nach Feiern zumute. Ganz Obdach hatte sich bei der mongolischen Jurte zu einem steirischen Zeltfest versammelt, wo, dank der zur Verfügung gestellten Biertische der Freiwilligen Feuerwehr Obdach, genug Platz für das ganze Dorf war. Alle waren glücklich, Tante Anke hatte ihren Job zurück und irgendwo hinten an der Waldgrenze machte die alte Hilda und Kepler in Lederhosen ein gemeinsames Snapchat-Selfie und schlossen eine lang anhaltende Facebook-Freundschaft. Vielen Dank.